jetzt habt ihr schon über Projektoren gehört, hoffentlich. Und jetzt haben wir noch ein interessantes Thema. Und zwar geht es um in der Zukunft. Gibt es immer mehr Bildschirme in Läden? Seht ihr jetzt schon immer mehr? Aber im Hintergrund könnt ihr sehen, wir haben hier randlose Bildschirme oder auch einfach Bildschirme, die zum Beispiel mit Puppen verbunden ganz interessante Lösungen ergeben. Oder auch einfach Bildschirme, die uns ganz einfache Produktkategorien anzeigen. Oder auch interaktive Bildschirme, wo auf dem Bildschirm etwas erscheint, wenn ihr ein Produkt in die Hand nimmt. Oder natürlich auch Händlern helfen kann, zu wissen, wo ihr im Laden langläuft und welche Produkte hier angeschaut werden und weniger angeschaut werden, damit sie entsprechend besser die Sachen einkaufen können. Schauen wir uns das mal jetzt an, hier bei BenQ auf der ISE 2017. So, zum interaktiven Zusammenarbeiten können wir euch zum Beispiel die Smart Video Solution zeigen, wo BenQ zum Beispiel Skyrack hier in einem Bildschirm integriert hat, der natürlich Touch hat. Also hier kann man zum Beispiel einfach hier diesen Bereich auswählen und dann können zum Beispiel Store-Inhaber ganz einfach sehen, wo jetzt die Leute zum Beispiel hier an was angekrabbelt haben. Also da sieht man, in welchen Bereichen hier die Produkte angefasst wurden oder auch, wo die Leute entsprechend langgelaufen sind. Das ist dann auch ganz spannend zu sehen, dass hier entsprechend hier in den Bereichen viel los war, aber in den Ecken zum Beispiel weniger. Die Kamera dazu verkauft BenQ zwar nicht, aber die Software und die Lösung dazu können sie hier auf jeden Fall hier ermöglichen und mit einem großen Touchscreen, das kann man das dann im Backoffice von einem kleineren Laden dann auch zum Beispiel ganz gut sehen, wie man das Ganze dann natürlich verbessern sollte. Wenn wir schon so schöne Bar-Type-Bildschirme haben, dann sollte man natürlich nicht nur langweilige Bilder zeigen bzw. kleine Animationen, sondern wir können das Ganze auch noch smart integrieren mit Produkten, die man eigentlich so schon kennt. Zum Beispiel, wie wir hier sehen können, sind einfach Schuhe aufgestellt hier an der Wand. Und wenn man sich dann einen Schuh nimmt, wo zum Beispiel hier dieser NFC-Tag gerade unten dran ist, dann sieht man oben, wird dieser Schuh auch angezeigt und dann kann man auch entsprechend sehen, was für eine Aktion gerade ist, was für einen Preis der hat und so weiter, könnte man sofort erkennen, hier zum Beispiel mit diesem schönen farbigen ASIC-Schuh. Das ist natürlich alles bisher ein Konzept, aber ist mittlerweile möglich und so werden wir das vielleicht demnächst in den Läden dann auch entsprechend sehen. Hier, das ist der BH380 übrigens, also 38 Zoll Weitwinkelbildschirm von BenQ, aber den gibt es natürlich noch in kleiner und in länglicher, wie wir gleich dazu auch kommen werden. So, im Hintergrund könnt ihr nochmal den BH380 sehen, aber hier im Vordergrund haben wir nochmal den etwas kleineren, wo einfach eine Dame hier drauf läuft. Und zwar ist das dann der BH281. Komischerweise ist aber nur ein 27,6 Zoll Bildschirm. Aber hier kann man dann ganz schön erkennen, dass sie eigentlich super dünn sind, einfach angebracht werden, können natürlich auch integriert werden, kann an die Wand und viele Möglichkeiten haben, zwecks Anschlüsse und auch hier natürlich eine lange Laufzeit, wobei die Specs natürlich auf der BenQ-Webseite finden werdet. Da gehe ich jetzt nicht alle ganz genau durch, aber hier zum Beispiel hätten wir auch eine 60.000 Stunden Laufzeit, wenn ihr den 24/7 laufen lässt und haben natürlich schöne 8-Bit-Farben hier dann integriert in der Bar-Type-Serie. Smart Signage ist aber natürlich auch ein Thema. Also wir brauchen auch große Bildschirme, nicht nur kleine, die auf unsere Produkte aufmerksam machen. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir einmal die DSL-Serie, die natürlich auch in 55 Zoll sowie in, ich glaube, 49 Zoll und in kleineren Größen erhältlich ist. Hier jetzt zum Beispiel eine Dame, die man hier beim Laufen zuschauen kann, ganz interessant gelöst mit so einer Figur. Aber im Hintergrund haben wir auch noch die entsprechende PL-Serie, die einfach die Narrow Bezels hat, die wir gleich noch am Ende in einer etwas interessanteren Konstruktion zeigen werden. Aber hier haben wir da einen 55 Zoll oben und einen 49 Zoll unten, die entsprechend nicht nur super schön anzuschauen sind, sondern auch eine Full-HD-Auflösung haben. Und wenn man die im Daisy-Chain, natürlich kann man das bei beiden machen, einfach nebeneinander aufstellt und vier Stück einfach nebeneinander zusammenfügt, dann hat man gleich eine einfache 4K-Eingangsmöglichkeit mit nur einem Kabel und die geben dann entsprechend ganz smart die Inhalte weiter. Die sind natürlich nicht ganz so dünn, aber zum Beispiel haben wir hier bei der SL-Serie, wie Sie hier sehen können, auch noch das kleine Android-Zeichen hier, also auch noch eine smarte Software dabei zum Abspielen und die sind dann auch wirklich noch einfacher versteckbar, aber haben natürlich dann den dickeren Bildschirmrahmen, wie ihr gerade vorhin schon gesehen habt. Außer ihr habt natürlich nicht darauf geachtet, wie der Bildschirm ausschaut, sondern nur auf das, was drauf ist. Übrigens, der Betrachtungswinkel bei denen ist super, 178 Grad, aber das kann man ja schon auch von den nicht ganz so professionellen Bildschirm heutzutage, aber es ist immer natürlich wichtig, dass wir auch bei der hellen Helligkeit von bis zu 500 Nit ein super schönes Bild haben, ein klares Bild haben und natürlich auch dünne Bildschirmrahmen hier ermöglicht bekommen von BenQ. Und das war es entsprechend auch schon von
von der Digital Signage Solution von BenQ. Heißt, wir haben hier im Hintergrund nochmal, wie ihr sehen könnt, eine Innovation, die man natürlich auch noch machen kann mit diesem coolen Bildschirm, und zwar einfach um die Ecke oder in verschiedenen Formen einfach die 49er und 47 Zoll Bildschirme hier aneinander bauen und dann sich begeistern lassen von den Effekten und von den Leuten, die einfach stehen bleiben, denn die wollen sehen, wie hier einfach zum Beispiel die Sportler um die Ecke laufen, hier mit dem neuen BenQ Bildschirm, natürlich, die wir euch vorhin gezeigt haben, aber schreibt einfach in die Kommentare rein, was euch so gefallen hat an den neuen Technik, an den neuen Produkten, die BenQ hier auf der ISE 2017 dabei hatte. Ich bin gespannt, was sie sonst noch so in den nächsten Jahren hier in der Tasche haben werden, und ich bin auch gespannt, wie sich natürlich das Ganze entwickelt im Bildschirmbereich, ob wir wirklich so viele Bildschirme überall weiterhin sehen werden und was der Stromverbrauch auch noch dann ausmachen wird, denn die können zwar lange laufen, aber noch verbrauchen sie leider ganz schön viel Power, und das wird vielleicht in der Zukunft auch noch ganz spannend, dafür eine Lösung zu finden.